Nur noch 12 Tage, dann startet die Apokalypse, dann startet die Season 3. Der Hype baut sich immer mehr und immer mehr auf und wir bekommen jeden Tag richtig krasse Informationen, neue Leaks und Anspielungen und mögliche Dinge, die kommen könnten. Unter anderem heute wieder in dem Video. Es ist einfach crazy, was hier abgeht, Freunde. Ne? Unter anderem, Freunde, eine Shotgun, die verschwindet, eine Funktion fürs Gameplay, die verschwindet und alles, was ihr wissen solltet in diesem Video. Es wird crazy, Freunde, wenn in 12 Tagen dann die Apokalypse kommt. Denkt dran, 24. Mai, wichtig und richtig an alle hier, 24. Mai startet die neue Season. Ist ein Freitag, 8 Uhr morgens, da werden die Server wieder offline gehen und alles ist wie immer. Server dann wieder so 13, 14 Uhr roundabout. Wir werden das Ganze streamen, deswegen gerne abonnieren und die Glocke aktivieren und mir auf den Social Media Kanälen wie Twitter, Insta, TikTok folgen, ist in der Infobox verlinkt, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, schallern wir direkt rein. Und zwar habe ich durch einige Quellen mitbekommen und durch einige Dinge, die geleakt worden sind, unter anderem von Content Creatorn oder von irgendwelchen Twitter-Usern, was rausgehen wird. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, was man dazu so findet. Unter anderem einmal kennt ihr ja das Wasser bei der Unterwelt. Dieses grüne Wasser. Und Wasser spielt in diesem Video noch eine wichtige Rolle. Ne, Leute, dieses Wasser. Und genau, Wasser, Wasser, Wasser. Ja, haben wir jetzt oft gesagt. Aber ihr kennt doch dieses grüne Wasser. Da könnt ihr so dashen. Wenn ihr Doppelklick macht, werdet ihr ja so nach vorne gedasht. Ne, mit diesen Totenköpfen, diesen grünen und was auch bei der Medaille so ist. Und da ist es natürlich so, dass das in der nächsten Season weg sein soll und auch weg sein wird. Ne? Ist auch logisch. Nächste Season sind die Gottheiten nicht mehr da. Zumindest nicht mehr für das grundlegende Thema der Season. Und natürlich sind die Orte dann auch nicht mehr so belebt. Auf jeden Fall ist es dann so, dass diese Funktion weg sein soll. Dementsprechend auch das Wasser. Und wir wissen ja, dass Pandoras Büchse da drinnen liegt. Dazu kommen wir gleich nochmal, ne? Also, dieses Dashen soll weg. Was auch weg soll, ist tatsächlich die 3-Schuss-Schrotflinte. Die Gatekeeper-Pump, also diese von Cerberus, passt auch dazu, ist ja die Shotgun von Cerberus auch mit dem Design von Cerberus. Und nächste Season ist halt die Mythologie weg. Dementsprechend kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Also, Dashen soll weg, die Gatekeeper-Pump soll weg. Ich finde, die ist eine extrem starke Pump. Ist von meiner Meinung nach in Chapter 5 bis jetzt die stärkste Pump-Gun. Die ist so crazy. Und na, was auch weg soll, sind natürlich wieder die Medaillen, die wir jetzt haben. Die soll weg, genauso natürlich sollen neue kommen. Diesmal nicht so stark wie jetzt, dass jede ihre eigene Fähigkeit hat. Aber mal gucken, soll auf jeden Fall da einen Switch geben und ein bisschen einfacher werden. Also, im großen Überblick, das Dashen soll weg, dementsprechend auch wahrscheinlich das Wasser. Dann natürlich auch einmal die Gatekeeper-Pump. Leute, nehmt das nicht zu 100%. Nehmt das zu 99% so, aber natürlich kann Fortnite das verwerfen. Aber so wie ich es gehört habe, so wie es sein soll, soll diese Dinge tatsächlich weg sein. Schön und gut, dass diese Dinge weg sind. Die Pumpgun nervt vielleicht viele, weil die zu krass ist und so. Und dieses Dashen finde ich auch eine coole Funktion. Ne, Medaillen und so. Aber, jetzt das ganz, ganz große Aber. Nochmal hier der Hinweis. Das haue ich einfach hier nochmal raus, Freunde. Weil ihr habt heute das letzte Mal die Chance, euch dieses eingeblendete kostenlose Item zu holen. Ihr geht einfach auf den Link in der Infobox. Das ist dieser Link zu Competitive Fortnite. Meldet euch mit eurem Account an. Und dann könnt ihr ganz, ganz einfach euch tatsächlich das Ganze abholen. Einfach eine halbe Stunde dieses Turnier heute Abend schon. 19 Uhr startet es, glaube ich. Ist in die Finals. Einfach bitte gönnen, kriegt ihr das gratis Spray. Und jetzt ist es soweit und wir haben eine neue Umfrage bekommen von Fortnite selber. Unter anderem, was das hat, also ein paar Designs in-game aussieht, wie vom Inventar, von der Minimap oben rechts. Und da sehen wir was. Ich blende es euch hier mal ein. Ihr seht's. Findet ihr das nicht komisch? Ja, es ist sehr, sehr komisch. Denn Leute, was sehen wir da drauf? Wir sehen dort einige Geschichten, die so nicht stimmen. Unter anderem, das Loot Lake Wasser ist komplett weg. Wir sehen nur noch die Inseln. Wir sehen irgendwelche kleinen komischen Symbole wie Punkte. Und wir sehen den Zug. Und das werden wir uns gleich alles im Detail angucken. Was ihr davor wissen solltet, ist hier mal eingeblendet die Roadmap. Diese Roadmap ist der Verlaufsplan für Fortnite 2024. Und diese großen Events, neue Seasons und so sind da drauf zu sehen. Natürlich kommen auch noch kleine Crossover, kleine Kollabos und natürlich auch noch Kleinigkeiten extra, die jetzt nicht da drauf zu sehen sind. Wichtig hierbei ist aber, dass die Season 3 ja eine Apokalypse ist. Jetzt keine Apokalypse, die wie das alles verlassen ist, sondern Ödland, Wüste, eine Sandregion. Unter anderem dann auch jetzt die folgende Theorie. Und zwar, Leute, dass es tatsächlich eine Dürre auf die Insel kommt. Eine Dürre, das würde auch tatsächlich zu der Apokalypse passen und auch zu dem Bild, was wir sehen. Denn, Leute, auf dem Bild sehen wir ja kein Wasser. Gut,
kein Wasser ist natürlich die Möglichkeit, dass die Dürre aufgetreten ist, dass alles Flüssige ausgetrocknet ist, wie in Real Life in der Wüste. Und dass natürlich die Wüste da ist und so. Auf diesem Bild sehen wir es noch nicht, dass da eine Wüste ist. Aber wir sehen, dass das Wasser weg ist. Und rechts, ne, können wir ein bisschen Schnee sehen. Und dieser Schnee ist eigentlich gar nicht da. Der war noch gar nicht da. In Season 1 war er nicht da. Jetzt in Season 2 war er nicht da. Warum ist da auf einmal Schnee? Deswegen kommen wir gleich dazu, was es da auch für Haken gibt, was daran nicht stimmen könnte. Auf jeden Fall sehen wir natürlich einmal, dass dort kein Wasser ist, was für eine Dürre sprechen könnte. Eine ausgetrocknete Landschaft, was zu allem, was mit Apokalypse und so passt, richtig gut reinschallert. Auch zur Sommersaison passt es ja. Ist ja eine Sommersaison und dazu würde es auch passen. Das war es aber nicht gewesen. Auf dieser Kiat sehen wir auch den Zug, wie er tatsächlich dampft und qualmt. Und das könnte auch hier drauf zu sehen sein, dass der Zug entgleist ist. Ist auch so, haben viele so gesagt, dass das kommen soll und würde auch zu der Apokalypse passen. Und dass der Zug jetzt auch auf dieser komischen Loot Lake Minimap ist, wo kein Wasser ist, dass er quasi entgleist ist ein bisschen, ist tatsächlich auch eine Möglichkeit. Diese Lokomotive, dieser Zug, dass der ein anderes Design hat, qualmt und von der Schiene abgekommen ist. Auch das könnte man tatsächlich mit diesem Bild angeblich tatsächlich sehen. Jetzt müsst ihr aber wissen, dieses Bild ist tatsächlich von Epic Games in einer Umfrage so gesendet worden. Das heißt, niemand hat sich die Mühe gemacht und hat dieses Bild gefotoshoppt oder irgendwie verändert. Das Bild kommt original so von Fortnite. Aber wie gesagt, ne, wir haben hier ein paar komische Dinge drauf, wie unter anderem den Zug und eine Dürre, dass das Wasser ausgetrocknet ist. Ne? Also hier, ne, seht ihr es nochmal drauf, aber was ist denn hier der Schnee? Gut, passt, hier war hier noch nicht und es geht natürlich weiter, aber hier ist alles grün, unverändert, ne? Ist ein bisschen komisch, unter anderem sehen wir hier auch bei der Insel so ein paar lila Teile, also so ein paar Formen oder Symbole. Für was stehen die? Für eine neue Geschichte in der Apokalypse. Könnte ja tatsächlich so sein, dass es was Neues für die Apokalypse ist. Schwer zu sagen, was das ist, um ehrlich zu sein. Ja, schwer zu sagen. Auch hier ist wie so ein kleines Viereck drauf, was ein bisschen im Bereich eingrenzt. Und wir sehen, ansonsten ist ja alles normal. Und dieses Bild ist tatsächlich so rausgekommen. Na, also Möglichkeit Nummer 1 ist, dass das tatsächlich ein echtes Bild aus irgendeinem Update in der Season 3 ist. Dass wir eine Dürre bekommen, dass das Wasser auf der Karte weg ist. Vielleicht eröffnet sich die Pandoras Büchse nochmal, weil wir wissen ja, nochmal ein kleiner Disclaimer. Wir wissen, der Wanderer kommt, aka der Reisende. Wer das ist? Ein Korrupteter der Sieben? Irgendeiner der letzten Realität? Oder wer auch immer, ne? Oder Hephaistos oder wer auch immer, ne? Es gibt so viele Theorien. Und da bin ich gespannt, wenn das Ganze offiziell von Fortnite mal entlarvt wird. Spätestens im Event, was hier bald starten sollte, ne? Wir haben jetzt, wie gesagt, noch 12 Tage. Eine Woche davor peile ich so an. Also nächstes Wochenende denke ich so spätestens. Und ich denke, dann wird es auch entlarvt natürlich, ne? Er kommt mit seinem Gewitter, hinterlässt Blitzkrater und Richtung Pandoras Büchse wird's krachen. Die Hand macht wieder Faxen oder wird zerschallert durch einen Blitz. Wer weiß, der weiß. Und natürlich auch, dass natürlich die Pandoras Büchse nochmal geöffnet wird und sie eventuell die Apokalypse freilässt. Aber sei es drum, haben wir schon oft angesprochen, jetzt geht's tatsächlich um dieses Bild. Und wie gesagt, entweder das Ganze ist real, wir sehen hier eine Dürre, wir sehen den Train, den Zug, der dampft. Okay, sehen wir jetzt hier drauf nicht, aber wir wissen, dass es so kommt. Und wir wissen unter anderem auch, dass der irgendwie entgleisen soll. Und das passt natürlich dazu. Und natürlich auch, Freunde, dass irgendwelche neuen Funktionen auf der Loot Lake Insel da sind, dass da irgendwie Schnee ist, obwohl das alles gar nicht so Sinn ergibt mit Schnee. Also entweder alles ist real. Zweite Möglichkeit ist, das ist eine unfertige Version der Chapter 5 Karte, denn wir sehen wie gesagt dort Schnee und wir hatten noch nie Schnee. In der Season 2 jetzt hatten wir noch nie auf dieser Location, wo da auf diesem Bild Schnee ist, oder also haben wir noch nie Schnee gehabt in Season 1 und in Season 2 nicht. Also ist das schon komisch, dass sie da dann Schnee hinzufügen in der Sommersaison zu Apokalypse, zu einer Dürre, ist komisch und ein einzelner Zweifelpunkt, den ich da tatsächlich habe, oder das Ganze ist irgendein Bug, die haben das irgendwie und das sind irgendwelche Bugs, irgendwelche unfertigen Geschichten, also das sind einfach so Sachen, die wir da erwarten können. Ich bin da auch noch echt vorsichtig, was ich daraus sage. Ne? Also ich sage jetzt auch nicht, dass das 100% die echte Geschichte ist. Wir bekommen eine Wüste, wir bekommen Sand, wir bekommen die Apokalypse, das ist 100%ig klar. Aber Freunde, wichtig und richtig ist da natürlich noch abzuwarten, ob noch irgendwelche Klarheiten über dieses Bild entstehen, weil jetzt kann man echt nur spekulieren. Sind das echte Geschichten, kommt die Dürre oder sind das nur irgendwelche Fehler? Weil da gibt es einige Punkte zum Zweifeln, aber einige Punkte, die auch wie die Faust aufs Auge zur Apokalypse passen. Also da muss man wirklich noch abwarten. Auch hier eingeblendet, ne? Hier seht ihr das Alien. Wurde auch einfach von Fortnite so reingepostet und hat keinen Kontext. Kommt die letzte Realität, kommt ein Skinpaket mit einem Alien, was auch immer.
da müssen wir auch warten, was noch kommt. Ne, haben wir ja auch gestern schon im Video angesprochen. Allgemein finde ich das echt spektakulär, was gerade abgeht. Und sehr, sehr nice, ne? Und ich hoffe, dass da vielleicht mal ein paar mehr Infos über dieses Bild kommen. Denn ich bin echt gespannt, ob das im Endeffekt eine Dürre sein wird. Oder nicht. Wer weiß, ne, was da rauskommt. Also Leute, eure Meinung ist mir in den Kommentaren mega wichtig. Was glaubt ihr? Ist das Ganze nur ein Bug? Ist das Ganze eine unfertige Karte? Oder ist das Ganze eine reale Geschichte? Genauso real wie der Sieg im Hintergrund, den wir natürlich jetzt noch in der Season 2 Mythologie feiern. Leute, Level zu 200, um euch alles freizuspielen. Jetzt ist es wirklich langsam Endspurt. Und ich freue mich auf die Season 3. Es wird richtig crazy. Es wird nice. Und in dem Sinne, Freunde, war es das gewesen. Haut rein. Euer Schmerle und tschüss. Ciao.